Videoclip drehe. Du weißt es zwar nicht, aber du stehst neben einem großartigen YouTuber, ne? Kennst du Fonzies Burg? Nein, Mann, kenn ich nicht mit so einem behinderten Namen. Will ich auch nicht, Alter. Lass mal reinhauen. Ich weiß nicht, ich kann meine Beine noch bewegen, weißt du? Oft spürt man ja die Treffer nicht, wenn man bereits tot ist, ne? Wieso sind da jetzt keine Einschüsse, Mann? Diese scheiß Drecksrussen, Mann. Du mal mit deinen Russen, das kann doch nicht sein. Die haben aus 2 Metern geschossen, da kann man nicht vorbeischießen. Außer die waren jetzt vielleicht total besoffen. Das sind Platzpatronen. Alter, das war ein scheiß Bluff, Mann! Das war eine ziemlich eindeutige Nachricht jetzt schon mal, würde ich sagen. Die Frage ist bloß, von wem, weißt du? Ey, wir brauchen Yassins Rücken, Mann. Natürlich brauchen wir den, Mann. Oder hast du Bock, dass die scheiß Kugeln das nächste Mal echt sind? Und das hier nennst du ein Filmset? Was hast du denn schon wieder, Mann? Du hast doch keine Ahnung von Hip-Hop-Videos, oder? Also, psch. Digga, oh, was geht ab? Was geht, Mann? Alles gut, Mann? Hey, auf jeden. Ja, sehr schön. Hey, yo, was geht, ey? Ich bin Franz, ey. Jo, alles gut, ja. JB, schön, dich kennenzulernen. Ist das der Statist für den Anwalttypen oder was? Na, geil, Alter. Todesauthentisch. Was soll ich dir sagen, Mann? Also, das ist mein Manager. Ich weiß, sieht aus wie aus dem Katalog, aber ey. Oh, shit. War nicht böse gemeint. Kein Problem, du. Ich habe auch übrigens YouTube-Clips schon gemacht. Vielleicht kennt ihr das. Fonzies Burg. Naja, also, was habe ich gemacht? Als Kind, früher so mal gemacht. Jetzt mit dem Business. Ja, und klar, ich bin ja auch älter. Also, ich will damit nicht sagen, dass ihr jetzt irgendwie klein seid. Oder? Schon gut, Mann. Ey, wie sieht's aus, Mann? Was hast du vor? Wie hast du das hier alles vorgestellt? Was sollen wir machen? Ja, also, Setting hier auf dem Industriegelände. Ja? Und. Du rappst in die Kamera. Du im Zentrum des Bildes. Shots, eher Froschperspektive. Fette Bilder. Irre Kamerafahrten. Wechsel, gerader, schiefer Bildachsen. Filmlook, Bro. Leute, die Kontraste müssen klar sein. Der Spießer mit seiner Karre. Kommt Drogen bei dir, zieht Coca, ballert mit der AK. Fette Slow-Mo. Die Postproduktion wird mies. Die Bilder müssen mächtig wirken. Ja? Düster, ey, absolutes Kunstwerk. Ganz kurz, welche Geschichte erzählen wir? Na, die des unterdrückten Mannes. Ja, okay, aber ich meine, wenn es viral abgehen soll,
dann wäre ein kleiner Aufreger auch ganz nett, oder? Also ich meine, ein Tabu sollte gebrochen werden. Ich weiß, das ist bei euch jetzt ein bisschen schwer. Frauenverachtung, Sexgewalt, da bleibt ja nicht so viel, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, Mann, lass das JB regeln. Der weiß schon, was er macht. Nee, lass ihn mal. Ich bin da offen für die Ideen deines Managers. Also ich habe jetzt auch spontan jetzt nicht sofort irgendwas parat, aber ich meine, Tabubruch, wir könnten was mit Dokas machen, also ausgelutscht, ne? Homoerotik. Hey, Digga, was ist los mit dir, Mann? Ich versuche mir die ganze Zeit hier ein Image aufzubauen und du erzählst mir was von Homoerotik. Alter, willst du mich verarschen? Ja, wie wär's, wenn der Spießer, nachdem er eure Drogen eingeworfen hat, so richtig abartige Sexpraktiken ausübt? Sodomie? Was? Also ihr müsst das so sehen. Also ich meine, die Deutschen, das kann ich euch wirklich erklären. Also die lieben Autos und Hunde. Also, da kennen die nichts. Also, und auf ihren Hund lassen die nichts kommen. Also da kann es der ganzen Welt scheiße gehen. Aber Hauptsache der Hund kriegt Biolachs. Alter, du bist echt krank, aber die Idee ist geil. Also so ein Anzugträger macht eine erotische Love Story mit einem Hund. Dafür führen die den Echo wieder ein. Wollt ihr beide mich jetzt verarschen, oder was? Das fuckt die Szene doch voll ab, Mann. Wir will so einen Scheiß sehen? Ja, jetzt beruhig dich. Das wird aber fähig. Ich meine, ich tue ja nur so, als ob. Ich meine, ich hab ja nichts mit dem Hund. Ja. Na, wie dem auch sei. Ja? Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal anfangen, sonst ist hinterher das Licht weg. Hast du den denn geklaut, Mann? Das ist von einem Freund, also von einem entfernten Freund. Noch spießiger ging es ja nicht, ne? Weißt du, was wir mit dem vorhaben? Nein, der Hund, ich habe ihm nichts gesagt. Ey, Franz, dein Anzug ist so super. Ja? So richtig möchte gern auf Rich. Ja, ist perfekt. Bleibt alles so. Du, pass auf, Schritt für Schritt. Drogen, Waffen und Hundeliebe. Alles klar? Okay, alles klar. Ja, warte. Ah, das ist okay. Ey, Bongs, übertreib bitte nicht, ne? Das soll cool werden. Keine Sorge, ich mach das. Ich will auch, dass es geil wird, oder? Ey, Alter. Hey, warum so empfindlich? So macht er doch immer. Ich meine, wo sind eigentlich die Goldketten, Goldgebisse und die Bitches? Alter, ist echt erstaunlich, dass du nach der ganzen Zeit, die du mit mir abhängst, immer noch keinen Plan von dem ganzen Mist hier hast, Alter. Yo. Echt. So, Purcell, jetzt sind wir dran. Ich sehe die ganze Welt ganz klar vor meinen Augen, Dicker. Ich sehe, das Geld verändert Menschen ohne Glauben, Dicker. Denn ich wuchs auf in einer Großstadt wie im Hundezwinger. 24-7 nur am Hass und keine Wohlstandskinder. Da wo wir herkommen, sind wir schuldig bei Verdacht. Du bist observiert und schikaniert von diesen Amjas jede Nacht. Denn alle Wege führen ins Viertel, aber selten einer raus. Weil jeder träumt hier auf der Straße von einem Einfamilienhaus. Yo. Ich nutz die Chance, wenn ich sie hab und mach meinen Schnapp. Was hab ich damit zu tun, wenn eure Politik verkauft? Euch Heuchlern fehlt die Empathie, denn der Ton macht die Musik. Ihr seid geblendet von den Medien, um zu sehen, was dort geschieht. Ja, wir machen so wie ihr, ja, wir bleiben unter uns. Sag mir, wo ist hier der Unterschied? Ich bleib bei meinen Jungs. Jetzt mal ehrlich unter uns. Nee. Jetzt mal ehrlich unter uns. Überleben wird zur Kunst. Ha. Und eure Schatten sind auf unserer Seite. Ich tick das Dope nicht, weil ich will, nur weil ich muss für diese lila Scheine. Denn unser Schicksal interessiert da draußen eh doch kein. Scheiß auf was sie sagen, geh mein Weg und kämpfe mich alleine. Für die Familie steiger Umsatz, ich will profitieren. Glaubt man nicht, dass ich nicht weiß, dass sie uns niemals akzeptieren. Dicker, alles gut, solange wir das JJ euch servieren. Pudert euch die Nasen unterm Rotlicht, bis ihr kollabiert. Jeder kommt mal runter, Junge, laut Gesetz.
Gesetz der Schwerkraft. Hab zwar nicht studiert, doch weiß, wie man aus wenig mehr macht. Parallelgesellschaft, Klima wie im Belfast. Hier kommt nicht zusammen, was nicht in eure kleine Welt passt. Ja, wir machen so wie ihr, ja, wir bleiben unter uns. Sag mir, wo ist hier der Unterschied? Ich bleib bei meinen Jungs. Jetzt mal ehrlich unter uns. Jetzt mal ehrlich unter uns. Überleben wird zur Kunst. Ja, wir machen so wie ihr. Ja, wir bleiben unter uns. Sag mir, wo ist hier der Unterschied? Ich bleib bei meinen Jungs. Jetzt mal ehrlich unter uns. Jetzt mal ehrlich unter uns. Überleben wird zur Kunst. Lass ihn rein. Warum bist du nicht im Knast? Ich hatte bei der Verhandlung eine Richterin. Was soll ich sagen? Die fand mich süß. Du weißt, dass ich dich nicht in meine Nähe haben will. Du bist ein Bullenmagnet. Deswegen Amir. Der ist ein Penner. Er lässt mich hängen. Will den ganzen Musikscheiß ohne mich machen und so weiter. Nicht cool. Du verschwendest meine Zeit. Willst du wissen, wer die Russen wirklich beklaut hat? Amir. Dann verarsch dich, Yassin. Raus. Jetzt hab ich dich, Herr Ceritan. Humi Amir, der Manager. Halla. Assalamu alaikum, meine Herren. Alaikum salam, Yassin. Yassin, die Schulden sind getilgt, also was sollen wir hier? Warum so ungeduldig, Manager? Fragen wir doch unseren jungen Star, was wir heute hier suchen. Ich? Ich? Was hab ich gemacht, Mann? Dass du die beiden Typen nicht gekillt hast, ist mir schon klar. Aber die Aktion hinter meinem Rücken durchzuziehen. Hey, du kranker Drecksack! Das Problem ist nur, dass die Russen jetzt glauben, dass ich dahinter stecke. Und weißt du was? Um genau zu sein, stecke ich auch jetzt dahinter. Weil dein Arsch gehört jetzt mir. Und zwar komplett. Wo ist der Stoff der Russen? Ich schwör's, die Mann, die Bullen haben den Mann! Das ist doch gar nicht das, was du willst, oder? Was du damit zu tun hast, weiß ich noch nicht, Manager. Aber du kommst hier auch nicht mehr raus. Ab jetzt gehört mir von allem, was ihr macht, die Hälfte. Du willst einen Label-Deal. Das war dein Plan. Die ganze Zeit. Wie krank ist das? Ab jetzt muss ich euch die Russen vom Hals halten. Und das hat seinen Preis. Wenn euch der Preis zu hoch ist, dann bin ich mir sicher, dass die Russen ihren Spaß haben werden. An euch. Yassin, sag, was du willst, Mann. Ich schwör's dir, ich mach das, Mann. Willkommen in der Khalil-Familie. Hey, Yarla. Ey, das ist noch Tabak. Zieh, Bruder. Zieh, Alter. Nochmal. Nochmal. Dann sag ich es halt nochmal. Wann reparierst du endlich das blöde Balkongeländer? Ja, wenn mich jetzt noch einmal wegen dem Balkongeländer nervst, dann dreh ich durch. Ist auch egal. Sag mal, hast du Purcell gesehen? Der verhält sich in letzter Zeit so merkwürdig. Also der bellt in der Stadt immer Männer mit Anzug an. Weiß ich leider auch nicht. Ja, Purcell ist halt ein Psychohund, sag ich ja schon mal. Ich gehe einkaufen.
Irgendjemand in dieser Familie muss es ja tun. Hallo? Ach, Christiane, du glaubst nicht, was... Ich sage nichts. Wie meinst du das jetzt schon wieder? Naja, 400.000 Klicks auf ein Video. Schon geil, oder? Wovon sprichst du? Ich hab dich gesehen. Auf dem Video. Oh. Oh Gott. Und Purcell. Naja, den mochte ich sowieso nicht, weil er uns zugelaufen ist und wie null in die Familie passt. Aber mein Gott, wie erkläre ich dir das jetzt? Naja, musst du nicht. Ich finde die Clips viel geiler als diese Hirni-Dinger auf der Burg. Ja, ich meine, da treiben es Bären mit Königin. Das ist im Grunde dasselbe. Jetzt laber nicht rum. Erzähl doch mal bitte, wie kam es dazu? Woher kennst du Amir? Amir und die Clips, okay. Also, pass auf, Amir, die Clips von Fonzi auf YouTube, ne, die hat der Ami gesehen und find sie geil, find sie ziemlich geil. Gerade diese kranke Art von Clips, die hat er gemocht. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich will auch einen Clip machen, kannst du mir ein paar Ideen geben? Wie der Purcell Fake Fake zum Beispiel, ja. Ist das lit? Lit, wie was? Lit Basketball, Pierre, was? Fußballer? Nee. Ey. Also, ich hänge jedenfalls zu den Dreharbeiten eigentlich mit diesem Amir, häng ich ab. Jetzt check ich das alles erst, warum du mich wegen Amir und den ganzen Rap-Dingen ausgefragt hast. Ja, genau so war das. Das ist das Ding. Jetzt hast du mich aber voll. An Respekt! Du meinst, ich kann ihn irgendwann mal kennenlernen oder so? Ey, frag sowas nie wieder. Na klar. Du bist mein Sohn. Mega. Ja, das ist mega, 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 mega geil. Ja. Voll geil. Ja, mega geil, Digga. Es übertreibst nicht. Okay, alles klar. Aber eine Sache, also bitte sag's nicht Mama, okay? Deal. Du, ich mach das mit dem Geländer, Schatz. Was ist denn eigentlich los mit uns? Ja, weiß nicht, keine Ahnung, dein ständiges Genörgel. Du bist nie hier. Zumindest nicht im Geiste, du bist einfach abwesend. Dich interessiert nicht, was Max in der Schule macht oder wie es Phil im Kindergarten geht. Dich interessiert einfach gar nichts mehr. Aber Max kommt doch gut mit. Ja. Aber ansonsten sitzt er nur vor dem PC oder vor der Konsole. Der geht nicht raus, der trifft keine Freunde, der lebt im Internet. Und Phil klaut. Kürzlich hat er so eine Bastelschere aus dem Kindergarten mitgebracht. Was ist denn das eigentliche Problem? Worum geht's hier? Wieso verhältst du dich so asozial? Und wo treibst du dich nachts rum? Ich lebe. Ich lebe einfach. Verstehst du das? Ich habe Spaß. Ich kann auch nicht nur noch funktionieren. Und ich? Will ich das? Nein. Aber für dich ist es völlig normal, dass ich einfach funktioniere. Ich habe auch einen Job. Ach ja, Schule. Was? Schlag du dich doch mal den ganzen Tag mit pubertierenden Teenagern rum. Oder mit Kollegen, die nach Zwiebeln stinken. Und ich? Jeden Tag dieser Scheißbankjob mit der alten Stulte, die mir die Arbeit zur Hölle macht. Und dann diese Hackfressen von den Kunden. Kredit. Und das alles, damit wir in 20 Jahren unseren Hauskredit abgezahlt haben. Was ist denn das? Bleibt denn da am Ende? Arbeiten, 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 damit wir eine armselige Rente haben. Und das war's dann? Das soll alles gewesen sein? Wir haben Kinder. Wir haben Verantwortung. Ich weiß. Aber deswegen kann ich doch nicht mein ganzes anderes Leben wegschmeißen. Du, ich pack das nicht mehr. Das engt mich ein, das schnürt mir den Hals zu. Ich krieg da wirklich Zustände. Das läuft nicht mehr. Ich bring das nicht. Liebst du mich noch? Ja, mein Gott, ich liebe, das ist so ein Gefühl, na klar, ich meine, das ist ja irgendwie auch universell. Man sagt ja universelle Liebe. Ich meine, das ist so, ja, auch da, das hast du, die Kinder, Phil, Max. Du hast das ja auch mit Purcell.
Also Liebe, nein, mein Gott, na klar, also Liebe, es gibt die seelische Liebe, so Platon, die körperliche Liebe, weißt du. Lass uns nicht mehr so viel reden, okay? Das ist Quatsch, nimmer. Komm, komm. Klar liebe ich dich. Franz! Ja, aber wie lange ist das schon her? Ich meine, wollen wir das ausblenden? Quatsch. Mann, ich will das jetzt aber nicht. Und außerdem habe ich mir die Zähne noch nicht geputzt. Was? Du hast die Zähne noch nicht geputzt? Ja, dann geht das ja gar nicht. Also, wenn du die Zähne nicht geputzt hast, dann muss ich ja schnell wegrennen. Ja, sag mal, das hast du in unserer ersten Nacht in deinem Elternhaus auch nicht gesagt. Ich habe die Zähne noch nicht geputzt. Hey, komm, die Kinder schlafen, das ist doch genial. Ich will das jetzt aber nicht. Weißt du, was ich will? Ich will, dass du wieder du bist. Ich muss ins Bad. Und da kannst du morgen gleich mal damit anfangen und mich einfach mal bei meinem Training unterstützen. Scheiß Balkongeländer. Also los geht's. Du simulierst den Schuss, ja? Ja, ich weiß. Mit einem Ballon und einer Schere. Mach noch mal bitte. Das war nicht richtig laut genug, ja? Noch mal ein bisschen fester, damit es besser knallt, ja? Fein. Was ist das einmal? Spinnst du? Das, was wir hier eigentlich machen, eine Schusssimulation, war doch jetzt laut genug, oder? Du kannst doch nicht mit der Waffe hier rumballern, du hast sie doch nicht mehr alle! Wo hast denn die her? Ja, ist ein Schreckschuss, habe ich mir wegen der Einbrüche gekauft. Mit Gaspatronen zur Selbstverteidigung. Mir reicht's, Franz, mir reicht's! Ja, was denn, hallo? Du willst das Töten simulieren? Na bitte sehr, man tötet halt nicht mit bunten Ballons. Das Leben ist keine Einhorninsel! Kalelis war nett, Sie kennengelernt zu haben. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Die Vertragsänderung gehen raus, Schnecke. Und wie gesagt, reden Sie mit Herrn Bons und vor allen Dingen mit Amir noch mal, dass die Tracks schnellstmöglich fertig werden müssen. Alles kein Problem. Die Musik wird wie besprochen verändert, Herr Schanz. Super. Wir haben hier ja unzählige Möglichkeiten, Amir bei der Produktion zu unterstützen. Das ist sehr gut. Er wollte sich sowieso von seinem Produzenten trennen. Kommen Sie gut nach Hause. Arschloch. Wow. Bruder, wie siehst du denn aus? Wir müssen reden, Mann. Komm rein. Passt schon, Mann. Ich wollte es dir nur persönlich sagen. Yasin hat mich gerade angerufen. Wir werden kein Museum mehr miteinander machen, Mann. Was soll das denn jetzt? Das Label will mich in die Charts reinbringen, Mann. Die stellen mir jetzt einen Produzenten zur Verfügung. So läuft das halt, Mann. Ich weiß, du willst das nicht. Das respektiere ich. Und du? Willst du das oder was? Mann, Amir, ey! Du laberst immer was von wegen sich treu bleiben und so weiter. Wird das jetzt ein Selbstverrat? Alter, ich brauch das, Mann. Davon kann ich nicht leben. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall sieht's so aus, dass Yasin am Label die beteiligt ist. Wir werden in Zukunft keine Mucke miteinander mehr machen. Was soll ich dir sagen? Sorry, Mann. Ich muss los, Dicker. Ja, wie? Das war's jetzt einfach oder was? Du gibst einfach auf! Erzähl nichts von Straße, erzähl nichts von Schafen, erzähl nichts von Kilos gebunkert im Kofferraum, wenn es nicht wahr ist. Am Ende des Tages geht es um Wahres. Doch geht es um Wahres, kommt jeder die Krumm, keiner macht sich hier gerade. Zu viel Rapper auf Nase, warte, atme, zeig mal Courage. Alles nur Opfer, ich kille sie gerade wie Joshua Anthony, straight eine Gerade. Im Keller fertig aus Garagenplantagen. Verbrachte die Nächte am Block mit der Ware. Der Bulle sieht rot, sieht er mich mit Bagage. Es ist einer dieser Tage, wie Fafa immer sagte. Und ich setze alles, alles, alles auf die eine.
Fuck, Mann. Scheiße, Mann. Tut mir leid. Wir machen das ganze Ding nochmal neu. Wir machen das ganze Ding nochmal neu, Mann. Ja? Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Fuck, Mann. Fuck. Scheiße. Yo, Mo. Nochmal. Daumen hauen. Seinen Drogen aus, wenn er sich nicht zusammenreißt. Die Russen haben einen Rapper gesigned. Was? Ja. Ach, krass. Ja, die wollen Amirs Karriere einen Knick verpassen. Zeig mal. Ja, und da steht auch, krass, er sei ein Kommerz-Rapper und nicht real und so. Und der ganze übliche Scheiß halt. Guck mal, jetzt auch ein Video. Die Welt ist hart. Amir, du Nutte, mir gefällt deine Art, dich in Gefahr zu bringen, denn du schaufelst dir gerade selbst dein Grab. Du lebst im falschen Revier, du Beute, die Falken sind wir. Such dir besser ein gutes Versteck, sonst komm ich vorbei und puste dich weg. Dimitri, aka Vitali, weit und breit keine Gegner. Ich stampf dich ungespitzt in den Boden, Amir, du reimender Meter. Leg dich mit mir an und der Kummer geht los, ich bin eine Nummer zu groß. Lehn dich ja nicht zu weit aus dem Fenster, denn da draußen schlummert der Tod. Sohn von der Straße, Pappelabab, Koks in der Nase, fuck mich nicht ab. Nimm dich in Nacht vor dem Nummer 1 Kammerjäger für alle Ratten der Stadt. Du hattest ein gutes Jahr, mach dir noch ein paar Groupies klar. Denn bald ist Schluss, dann wirst du zum ersten Drive bei Shooting Star. Ui, ja, ja, ich schieß dich zum Mond und daran vorbei zum Jupiter. Du möchte gern Hustler, bläst deinem Banker den Kong, vor dir steht Lucifer. Der Roxana. Hier, gib das weiter an den Manager, er soll sich drum kümmern. Er soll ein Interview organisieren. Du nimmst dieses Musikding aber jetzt auch ganz schön ernst, oder? Ja, das ist meine Chance. Das muss klappen. Das verstehe ich. Yasin will, dass ich einen Termin mit dem Radio klar mache, wegen dem Diss von Dimitri. Ja, ich weiß nicht, ich meine, ich glaube, das läuft doch so, oder? Also ich meine, Yasin, weißt du, ich meine, das gehört zur Promo, das darfst du nicht vergessen. Ich mach das klar. Ja, ja, kannst du mir folgen? Ja? Okay. Ja. Sag mal, was ist los mit dir in letzter Zeit? Du bist ein bisschen unentspannt. Ja, ja, mach dich mal klar. Du machst das, okay. Ja, ja, du mich auch. Ja. Amir, schön, dass du da bist. Es gibt einen Rapper namens Dimitri. Der hat einen Song online gestellt, auch ein Video. Auch viele Klicks, auch viele Leute, die sich drüber unterhalten, das auch sharen. Da kommst du sehr, sehr schlecht weg. Was denkst du dir, wenn du sowas siehst, hörst? Keine Ahnung, was der mit mir hat. Ich weiß es noch nicht, Mann. Soll er sich ficken, Mann? Eine Message in Richtung Dimitri? Nein, Mann, die Aufmerksamkeit gebe ich dem nicht. Reicht schon, dass du die gemacht hast, Mann. Dankeschön. Ich fand's perfekt. Es läuft. Was soll ich dir sagen? Wenn du sagst, es war gut, dann war es gut. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Absolut kostenlos, kostet euch nichts.